hast ein Buch mitgebracht. Soll ich dir das abnehmen? Gerne, ist ein Geschenk für dich. Deutschland, was geht? Das Wimmelbuch. Ist das für Kinder? Ich liebe Wimmelbücher. Für Kinder und du kannst mich finden. Und Thomas. Verstehe, das ist Thomas Spitzer, dein Mann, das können wir gleich mal klären, weil der ist sehr Thema heute Abend. Weil die Family. Naja, die Family ist natürlich jetzt Thema. Ja, du hast beim letzten Mal, hat sie da gesessen und gesagt, nee, Kinder kriegen kommt nicht unbedingt. Also dieser Geburtsprozess ist ja wie zu versuchen, einen Bernardiner durch eine Katzenklappe zu drücken. Hast du damals gesagt und wir haben diesen Spruch nie vergessen. Ja. Und bei jedem Tier, was gebärt und bei jedem Menschen, denke ich immer, ja, so ist es. Das ist wirklich... Also, ich hab's jetzt ja hinter mir und es war ein fucking Elefant. Ich sag's es war ja. doch ein Elefant. Ja, das war richtig. Das ist ja noch krass. Viel mehr. Ja, lass uns drüber reden. Super. Soll ich da wieder durchgehen? Ja. Ich gehe in die Mitte und du kommst hier rein. Ja, perfekt. Mann, Hazel, was ist denn da in den letzten 3 Jahren passiert? Ich lege das da hin. Ja. Darf ich ein bisschen reinschauen? Aber ja, wenn du jetzt reinschaust, ist das ein bisschen Fokusklau für ihren Talk, ne? Ja, stimmt. Würdest du das auch sagen? Boah, ich habe ganz vergessen, wie kalt das hier ist. Nein, es ist nicht kalt. Schenkel. Es ist wahnsinnig wichtig, dass da unten ein bisschen ist kein Was Schlaganfall. Was machst du? Wenn man so viele denken am Anfang, sie kriegen einen Schlaganfall, weil sie frierst du hier deine Eierstöcke ein, oder was? Ja, seit 30 Jahren. Das ist richtig. Erfolgreich. Das ist kennst du die Verhütungsmethode nicht? Ja, einfach, wo man geht und steht, einfrieren. Und das nie ist, auftauen. Dass man drum so kalt ist, dass der Penis so klein wird, dass nichts mehr rauskommt. Na, ich möchte es einfach gerne nur frisch halten. Ach so, okay. Und der Penis und vor allen Dingen die Eier sind schnell zu warm und dann geht ja gar ja, nichts gut, mehr. Ja gut, also das Wimmelbuch ist wirklich sehr... Wer steht denn nachts auf bei euch? Darf ich das mal fragen? Wie ist das bei euch und bei euch? Also... Wir haben das versucht, so gleichberechtigt wie möglich zu machen, aber wenn du stillst als Frau, dann bringt es ja nicht, dass der Mann ja auch aufsteht. Er hat ja nichts zu bieten. Also er kann schon, wenn er will, dass das Kind danach noch mehr schreit, kann er so schon seine Brust da hinhalten. Ist es so, dass Väter werden ja so dick, bist du auch dicker geworden? Ja. So, die sind so mitschwanger so ein bisschen. Ja, schon so ein bisschen. Kriegen so ein bisschen Titte und ein bisschen ja, Bauch und ja, so. Ja, total. Weil du bist ja schlanker als je zuvor. Ja, ich werde auch leer gesaugt. Also hinter jedem wohlgenährten Kind steht eine Frau, die gar nicht mehr sich kann. Aufgibt. Ja. Die einfach nicht mehr kann. Würdest du jetzt sagen, du kannst nicht mehr? Ich kann schon noch. Also meine Mutter hatte 5 Kinder. Ja? Und zwar immer ein, also ich will nicht sagen 12 Monate auseinander, aber 14 Monate. Fünfmal. Okay. Also immer, wenn es dann gleich wieder ging. Also wenn du jetzt wärst du wieder schwanger. Mhm. Und dann wärst du nochmal schwanger, dann wärst du nochmal schwanger, dann wärst du nochmal schwanger. Alle 5 Kinder waren Hausgeburten und die kamen morgens und nachmittags wurde wieder gearbeitet. Sowohl meine Mutter als auch Wahnsinn. Die Hebamme als auch Wahnsinn. Wir. Deswegen denke ich manchmal, wenn du als privilegierte Frau hier sitzt und sagst, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, dann denke ich immer, Mama, danke. Ich bin ja die 4. von 5, dass du immer noch Bock hattest, mich wenigstens zum Füttern hochzunehmen und kurz zu sagen, wir müssen sie vielleicht noch mal wickeln oder es schreit oder irgendwie so. Also ich bin das 3. von 3 und ich habe dann meine Mutter auch gefragt, wie hast du das geschafft mit 3? Ist es dann nicht einfach irgendwann total stressig? Und bei mir hat sie dann gesagt, weißt du, Hazel, bei dir habe ich dann nicht mehr kontrolliert, ob du noch atmest. Ja.